So Leute, weiter geht's bei Kid Icarus Uprising. Ich bin euer Flustwi und ihr seid auf dem Kanal von Games Motion. Im letzten Part haben wir den Meerestempel abgeschlossen und in diesem Part gehen wir auf das Weltraumpiratenschiff. Ich möchte mich nicht ganz so reinsteigern und mache lieber auf 3,0, weil ich schon etwas länger jetzt wieder nicht gespielt habe. Ich habe ziemlich viel vorproduziert. Von daher gucke ich mal, was so, wie das alles hier ging. Und ich habe immer noch die Keule ausgerüstet. Ich glaube, ich wollte die eigentlich wechseln. Aber ist ja auch vollkommen egal. Jetzt kämpfen wir mit der Keule weiter. Ich mag Keule. Ich mag die Keule, meine ich natürlich. Hust, hust. Und mich freut's. Also der erste Part ist mittlerweile oben, wo ich das jetzt aufnehme. Freut mich, dass es halbwegs gut bei euch angekommen ist. Auf jeden Fall machen wir hier natürlich weiter und dort unten wird uns das Piratenschiff angezeigt, welches wir als vermutlich Gegner hier in diesem Part bekommen werden. Was ist cool, böse, was? Ja, ich mögt ihr Piratenschiffe. Ich persönlich war eigentlich nie so der Piratenfan, keine Ahnung. Ich fand Piraten nie wirklich cool, auch so Autos nicht oder so. Ich war... Nee, keine Ahnung. Also, das Einzige, was ich an Piraten cool finde, ist halt Fluch der Karibik und so, aber... Keine Ahnung, an sich fand ich sonst Piraten nie so wirklich... Wow, cool, sind ja coole Typen, so, wa? Halt außer Fluch der Karibik. Mehr so stehe ich eigentlich nicht so auf Piraten und... Bei Autos eigentlich genauso wenig, also selber fahren jetzt ja, aber so für Autos allgemein, was ich dann fahre, ist mir relativ egal. Hauptsache es fährt und ich komme damit voran, sage ich mal. Wie ist das bei euch so? Also, mögt ihr Autos, mögt ihr Piraten oder wie war eure Kindheit so? Wart ihr so ein Piratenfan oder so der Autofan oder keine Ahnung? Ist ja meistens bei Jungs eigentlich so, dass die eher so Piraten und so und Mädchen dann eher Puppen und keine Ahnung. Nee, keine Ahnung, aber ich war für beides nie so wirklich. Halt, für Puppen sowieso nicht. Ich habe damals ab und zu mal die Barbie-Puppen meiner Schwester kaputt gemacht, aber mehr auch nicht. War dann aber auch nicht unbedingt beabsichtigt natürlich. Ich war nie böse, ich wollte das nie, aber ich habe... Die hat dann aus Versehen kaputt gemacht. Tut mir leid. Nee, aber an sich war ich nie so... Keine Ahnung, so diese typischen jungen Sachen. Auch nicht so Ritter oder so ein Kram oder keine Ahnung, was noch so typisch kleiner Junge ist, sag ich mal. Was ist denn da, was gibt's denn da noch so eigentlich? Fällt euch jetzt spontan noch was ein? So, keine Ahnung. Also mir fällt da spontan gerade nichts weiter ein. Was gab's denn noch so typisch jung, typisch Mädchen, so als Kind? Also Mädchen ja typisch Puppen, typisch, keine Ahnung. Was gab's denn bei Mädchen? Gott. Ja, okay, meine Schwester ist so ein bisschen Fanat in Engel und sowas. Passt jetzt so ein bisschen hier zu. Nee, aber so. Was ist typisch Mädchen? Jetzt mal ganz ehrlich. So, auch so eine, Schmink und Frisierköpfe fallen mir gerade noch spontan ein, so als altes Kinderspielzeug. Da hatte meine Schwester auch mal so ein. Ich glaube, ich habe das Ding aus Versehen auch dann kaputt gemacht irgendwann mal. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ist schon ein bisschen lange her. Ich bin mittlerweile 17, ich merke mir auch nicht alles, was ich mit, keine Ahnung, 4, 5 gemacht habe. Allgemein habe ich kaum noch Erinnerungen so an das, was ich so damals getan habe und keine Ahnung, was so damals alles gemacht habe. Ich weiß nur eine Geschichte aus meiner Kindheit, dass ich mir mal, falls ihr die kennt, so diese Candies, die man in den Tee macht, die habe ich mir aus Versehen mal in die Nase gesteckt als kleines Kind. Musste ich zum Arzt und naja, ist aber nichts weiter passiert. Verflüssigt sich ja eh, beziehungsweise löst sich ja eh auf, von daher wegen der Flüssigkeit in der Nase. Aber naja, ich habe damals als kleines Kind ein bisschen Kacke damit gemacht, weil keine Ahnung, warum ich mir das in die Nase gesteckt habe.
Aber was man nicht alles ab und zu in der Kindheit macht. Was waren so eure Kindheitserinnerungen? Was habt ihr Idiotisches in der Kindheit getan? Würde mich mal interessieren, so, was habt ihr schon mal gemacht für dummes Zeug? Nee, also wie gesagt, ich hab mir mal Kandis in die Nase gesteckt. Ja gut, ne? Wenn man den Mund nicht findet, steckt man sich das in die Nase. Allgemein habe ich damals immer so viel den braunen Candyzucker einfach so gegessen. Ja, ob das so gesund ist, ich bin mir da nicht so. Ich glaube eher nicht, aber naja, ist ja auch egal. Warum soll das halt geschmeckt? Tja, ist mir auch egal, ob das gesund ist oder nicht. Ich bin eh nicht so der viel auf Gesundheit und so achtet halt. Ja, ich bin eigentlich auch. Also einmal mehr bin ich krank, dann aber auch richtig und dann legt sich das Jahr wieder. Also ansonsten habe ich halt meinen Heuschnupfen, aber na gut, ja, dafür ist ja nicht unbedingt das ist ja nicht mein Selbstverschulden, ist halt sozusagen geerbt von meiner Mama. Von daher. Ja, aber ansonsten bin ich eigentlich selten, sehr selten krank. Also es gab mal eine Zeit, da war ich öfter als einmal krank, aber es war halt auch, also es war glaube ich letztes Jahr, war Anfang dieses Jahres halt, aber das war auch, da war halt gerade so eine Grippephase und da hat man dann schon mal öfter so ein bisschen Erkältung oder Schnupfen oder, joa. Habt ihr ein gutes Immunsystem an sich oder, und ernährt ihr euch gesund und tut was für eure Gesundheit oder seid ihr da so ein bisschen wie ich und scheißt da mehr drauf und seid trotzdem gesund oder? Ja, würde mich mal interessieren. Also, ich persönlich, ja, halt nicht so viel von. Also, ich achte nicht so sehr jetzt auf meine Gesundheit. Also, schon, dass mir nichts passiert, aber ich achte da jetzt nicht explizit drauf, sag ich mal so. Oh, ich muss das jetzt essen, damit ich nicht morgen krank werde, so ungefähr. Also, so. Keine Ahnung, oder ich ernähre mich nur Bio, damit, weil das alles viel gesünder ist und keine Ahnung, was da alles gibt, so. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Apropos Bio, ernährt ihr euch Bio oder ist euch das scheißegal? Ich meine, keine Ahnung, was, ich persönlich finde es bei Bio-Essen, ist es halt nur Geldverschwendung, vielleicht ist es dann noch nicht mal Bio, sondern es steht nur drauf. Ja, keine Ahnung, weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Keine Ahnung. Ernährt ihr euch Bio oder scheißt ihr da auch so drauf wie ich? Nee, also mich juckt das herzlich wenig, ob das nun Bio ist oder nicht oder. Ich achte da auch relativ wenig drauf, was da auf mein Essen ist. Solange es nicht schimmelt und alles nicht abgelaufen ist, ist alles gut. Aber ja, an sich. Ist mir jetzt ansonsten relativ egal, ob das nun Bio ist oder von Buxtehude kommt oder aus, keine Ahnung, worauf man da alles achten kann bei Ernährung. Gibt's hier solche Essensexperten unter euch, dann klärt mich da mal so ein bisschen auf. Also, ich kenne mich damit gar nicht aus, so mit den ganzen Kram, was man da so alles beachten kann und muss und will und Öko und Bio und keine Ahnung. Ach. Mir auch alles egal. Aber wäre vielleicht mal interessant, wenn mich einer von euch so ein bisschen aufklärt. Falls wir hier irgendwie Öko-Freaks haben bei den Zuschauern. Ich weiß auch nicht, was Remsmotion hier für Zuschauer hat. Ob sie Öko-Zuschauer haben. Hallo Öko-Zuschauer da draußen. Fühl dich bitte nicht angesprochen. Ich meine das nicht böse. Du bist natürlich trotzdem lieb, denke ich mal. Hoffe ich. Ich hoffe, dass du lieb bist. Wenn du nicht lieb bist, dann fuck you. Genau, dann fuck you. So sieht's aus. Dann bin ich auch nicht mehr lieb zu dir. Also, wenn du böse zu mir bist, dann bin ich auch böse zu dir. So einfach ist das. Hä? Wie geht der hier kaputt? Möchte der überhaupt mal kaputt gehen heute oder möchte er noch ein bisschen weiterleben? Hab das Gefühl, ich muss das da oben erstmal irgendwie besiegen. Hä? Hä?
Oh, okay, das hat jetzt was gebracht. Okay. Ah, okay, man muss sein komisches Auge da zurückschmettern, glaube ich, sonst verletzt man ihn nicht. Naja, haben wir ja geschafft. Und ja, wie gesagt, fühl dich da nicht angesprochen, mein kleiner Öko-Freak. Es ist doch nicht böse, mein. Ich möchte hier niemanden diskriminieren, nur wegen dem, was er ist. Du bist, was du isst, sagt man ja so schön, nicht wahr? Ach ja. Ich stelle mir das gerade wirklich vor, wenn dieser Spruch real wäre, du bist, was du isst. Oh mein Gott, ich wäre ein Chicken Burger. Boah, ich würde mich selber essen. Ganz ehrlich, ich würde mich gerade selber essen. Ich habe nämlich gerade mega Hunger. Ich glaube, ich werde nach diesem Part oder in dem übernächsten Part oder sowas essen. Also noch, keine Ahnung, wie viel ich jetzt aufnehme. Aber ich glaube, ich sollte so langsam was essen. Ich habe Hunger. Ich sollte auch nicht so viel über Essen sprechen, wenn ich Hunger habe. Naja, egal. Ich tue es ja für euch. Extra für euch rede ich hier jetzt über Essen und verhungere selber. Das ist ein Schalter. Keine Ahnung, wir aktivieren ihn. Why not? Und wieder ein Schalter. Ein böser Mann. Was? Enemies? Ich habe keine Ahnung, was sie gerade gesagt hat. Aber ich glaube, Enemies kommen durch die Tür. Also böse Buben. Sind Enemies. Wisst ihr, ne? Ihr wisst, was Enemies sind. Hoffe ich. Ihr wisst nicht, was Enemies sind. English is a very good language. Auch wenn ich sie persönlich selber nicht mag. Aber naja. Es ist egal. Englisch muss sein. Apokalypsenarm. Schick. Was zur Hölle? Was? Wo kam das her? Was war das? Nee, persönlich, ich bin nicht in Englisch nicht so der Allerbeste, aber naja. Was sein muss sein und, also, ich verstehe die Sprache halbwegs, aber meine Grammatik ist im Englischen. Bullshit. Not the yellow from the egg, wie man auch gerne sagt. Kennt ihr bestimmt den Spruch oder auch nicht? Ich weiß nicht. Kennt ihr diesen Spruch? Ich wette, ihr kennt diesen Spruch. Ich weiß auch gar nicht, wo ich gerade so recht lang muss, aber oh, mein Fuß schläft gerade ein und Pit ist erschöpft. Nein! Wie die liebe Gamery jetzt sagen würde. Hallo. Hi. Tschüss. War ein kurzes Vergnügen mit dir, aber hat Spaß gemacht. Ich hätte auch gerne mal wieder was zu essen. Was zu essen wäre echt toll. Weil, ja, ne? Ich sag mal so. Zweimal runterfallen und ich bin tot. Aber hey, ist ja egal. Wir schaffen das. Ich darf jetzt einfach nur nicht unvorsichtig sein und muss hier nicht so großartig Faxen machen. Sagt es noch und stürzt ab. Ein wunderbarer Junge ist das, dieser Flasti. Ein wunderbarer Kerl. Ach ja, mach doch nicht solche Faxen. Junge, warum hast du nichts gelernt? Also, ich sollte vielleicht auch mal in die richtige Richtung dann auch latschen. Das wäre eine Idee gewesen, aber hey. Oh mein Gott, es stürmt hier grau und Alter, es ist in letzter Zeit echt nicht mehr feierlich mit dem Sturm hier in der Nähe. Ich weiß nicht, ist bei euch auch so ein momentan so richtig heftiger Sturm? Also, ist ja allgemein momentan in Deutschland viel Sturm los. Keine Ahnung, bei euch auch oder bei euch eher weniger oder keine Ahnung. Ich habe außerhalb was? Keine Ahnung, ich habe nichts lesen können. Ich möchte. Aber glaube ich möchte so langsam mal was zu essen finden oder irgendwie einen Heiltrank oder irgendwie was Gutes, ne? Weil so langsam habe ich ein bisschen Angst, dass mir hier was passieren könnte. Was auch passiert, wenn ich nicht vorsichtig bin. Ne, ist bei euch momentan eigentlich auch so ein Sturm, weil hier ist richtig heftig. Wir haben auch schon eine richtige Sturmwarnung von, keine Ahnung, welche Windstärke gesagt. Ab welcher Windstärke ist nochmal gefährlich? Also es ist jetzt nicht so eine, dass gleich ein Haus wegfliegt, aber ist schon so, dass der Briefkasten sich selbstständig macht bei uns. Finde ich ganz lustig, dass er gestern Nacht so, vorgestern sogar schon, der Briefkasten dann so klock, 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 klock. Dann so, oh mein Gott, der Briefkasten macht sich selbstständig. Aber naja.
Also ich wollte gerade sagen, wo ist denn hier noch ein Gegner? Ich wollte es gerade schon nicht wahrhaben. Was? Kacke! Ich bin erledigt. Wir setzen das natürlich fort. Ja gut, dann habt ihr auch mal gesehen, was passiert, wenn man einmal stirbt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Also, ich dachte eigentlich, man fängt von vorne an, aber es war nicht ganz so, es war nicht ganz so schlimm. Man startet halt nur auf einer etwas niedrigeren Stufe weiter. Also, man muss dafür Herzen dann ausgeben und dann startet man wieder erneut. Also, es ist nicht ganz so tragisch. Ist jetzt nicht so, dass man gleich stirbt. Aber hey, haben wir auch mal den Game Over Screen gesehen? Wollte ich euch einfach nur mal zeigen. Hust, hust. Natürlich wollte ich euch den mal zeigen. Natürlich war das jetzt vollste Absicht. Ahem. Aber naja. Ist schon okay, denke ich mal, wenn man einmal verreckt. Das Spiel ist wie gesagt auch nicht so leicht. Also meiner Meinung nach ist es ein recht schweres Spiel. Was sagt ihr dazu so? Also ihr seht das Spiel jetzt. Denkt ihr, es ist eher schwer oder eher leicht oder ja, normal, ne? Och man, du bist so ein Kackgegner. Ich hasse diesen Gegner so langsam. Oh, geht doch, mein Gott. So ein beschissener Gegner. Das muss man schon sagen. Also, nee. Der ist auch so ätzend, weil man den dann. Dann passiert das und das und das und dann muss man das noch machen. Und jetzt muss ich den richtigen Schalter vermutlich finden. Weil sonst kommen ganz viele Gegner, habe ich das Gefühl. Und ich habe den richtigen Schalter gefunden. Wundervoll. Und ich aktiviere das hier trotzdem noch, weil ich cool bin und wir haben jetzt Vergiften erhalten. Wundervoll, wir können Gegner vergiften. Ob ich das auch will, weiß ich noch nicht. Also man kann das dann in den. Ihr wisst ja, wo man es ausrüsten kann, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ich überlege dann noch, was ich ausrüste. Vielleicht für den nächsten Part mal ein bisschen was anderes. Vielleicht mal ein bisschen andere Waffen und so. Und oh, das ist auch ein ekelhafter Gegner, muss man sagen. Ja, aber wir haben es gleich geschafft. Wir sind jetzt gleich beim Boss. Wundervoll. Immerhin das. Hat ja auch nicht allzu lange gedauert. Na gut, das ging eigentlich. 20-minütiger Part wäre das ungefähr. Ist okay, das kann man machen. Das ist nicht so schlimm. Halleluja, Wetter. Ich verstehe kein einziges Wort. Ach ja, jetzt kommen hier so ein paar Weltraumpiraten oder so ähnlich. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Endboss war. Keine Ahnung, muss man einfach nur hin. Ich weiß gar nicht mehr, wie der. Ach, stimmt, die olle Krake. Dings Abklatsch. Voll der Fluch der Karibik Abklatsch. Aber ich muss sagen, dieses Krakenviech sieht unglaublich bedrohlich aus. Uncool. Ich weiß aber nicht mehr, wie es ging. Ich glaube, man musste irgendwie die Tentakel alle kaputt machen und dann konnte man seinen Kopf angreifen. Irgendwie so war das. Irgendwie so musste das gewesen sein. Bin mir aber gerade etwas unschlüssig. Hallo Krakor. Ich weiß nicht. Ich glaube, das sind 8 Tentakel oder so. Achso, okay. Okay, Tentakel sind schon mal K.O. Habe ich das Gefühl? Also, achso, man kann alle seine Tentakel besiegen, glaube ich. Genau so war das. Und dann, ja, man kann 4 seiner Tentakel besiegen und dann kommt er selber. Genau so war das. Ich habe es wieder in Erinnerung. Beziehungsweise ich wurde gerade selber dran erinnert. Und noch einer. Einer fehlt noch. Tentakelmonster. Ich mag Tentakelmonster. Stirb, danke. Das war der letzte Tentakel. Wundervoll. Jetzt sollte seine hässliche Fresse kommen. Oh Gott. Oh Gott. Was? Ich hätte für diesen keine Keule nehmen sollen, aber naja. Ist auch egal. Ich glaube, bei diesem Gegner ist mir das relativ wurscht, welche Waffe ich habe. Okay, und damit ist er auch schon weg vom Fenster. Der ging schnell. Oktopüree. Lecker. Mögt ihr Oktopüree? Püree. Püree.
Ich weiß nicht, wie Oktopüree schmeckt, aber ich werde es auch nicht probieren, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, ich mag auch allgemein keine Meeresfrüchte. Und wir haben eine Schatzkiste. Woohoo! Oh mein Gott. Da müssen die drei heiligen Schätze drin sein. Wundervoll. Weniger pixelig, als sie in Erinnerung hatte. Sehr gut. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Und wir halten natürlich ein paar Achievement-Spieler das Kapitel innerhalb von 20 Minuten durch. Lass dich einmal besiegen. Wow, das war ein Achievement. Okay. Na gut, dann hoffe ich, dass euch der Part gefallen hat. Schaut bei meinen anderen Videos vorbei. Auch auf meinem Hauptkanal. Und bei den Videos von Games Motion natürlich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Kowski, euer FlossTV.